Was geht ab, meine lieben Freunde? Ihr seht Raptastisch. Heute geht es um weitere Neuigkeiten zum Pöbelredakteur, der sich mit Capital Bra angelegt hat. Die meisten von euch dürften bereits mitbekommen haben, dass bei RP Online ein Bericht veröffentlicht wurde, in dem sich über den Berliner und EGJ-Rapper Capital Bra lustig gemacht wird. Der Autor Sebastian Dalkowski meint, dass er den Erfolg des 23-Jährigen nicht nachvollziehen könne und auch nicht versteht, warum die Jugend den Rapper feiert. Außerdem wirft er dem jungen Rapstar vor, viel zu weich zu sein. Auf diesen Bericht gab es direkt eine Reaktion von Capital Bra. Dass dieser sich nicht erfreut über diesen Bericht zeigte, sollte nachvollziehbar sein. So gab der Redakteur selbst bekannt, dass der Bericht Capital Bra und seine Fans beleidigen würde. Auch Bushido verfasste für Capital Bra einen Text, den Capital dann bei sich hochgeladen hat. Eine abschließende Wutrede von Capital Bra gab es ebenfalls. Sebastian Dalkowski gab über Twitter außerdem bekannt, dass er sich vor Capital Bra und seinen Fans fürchtet. So sah er hinter den Reaktionen von Capital einen Gewaltaufruf. Nun scheint es so, als habe sich der Redakteur erstmal 4 Wochen Urlaub genommen. Nachvollziehbar, denn mit seinem Beitrag hat er sich wahrscheinlich zum meistgehateten Charakter in der deutschen Rap-Szene gemacht und das in nur wenigen Tagen. Auf Facebook gab der Journalist an, dass er den Bericht am letzten Arbeitstag verfasst habe und daher auf Kritik erst nach dem 4-wöchigen Urlaub reagieren könnte. Ob er im Voraus schon mit so einem großen Shitstorm gerechnet hat? Was meint ihr dazu? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.